Die Synthese von Benzoesäure. Achtung! Toluol ist entzündlich und kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Es kann die Organe schädigen, Schläfrigkeit und Benommenheit sowie Hautreizungen hervorrufen. Kaliumpermanganat ist ein Oxidationsmittel und gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Es kann schwere Verätzungen von Augen und Haut verursachen und ist schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Kaliumhydroxid ist ätzend. Benzoesäure verursacht Hautreizungen, kann schwere Augenschäden verursachen und schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Ich übernehme keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die bei der Nachahmung dieses Versuches entstehen können. Die Apparatur besteht aus einer Heizrührplatte mit einem Ölbad. Darin befindet sich ein Dreiheizkolben mit einem Rührfisch, einem Thermometer und einem Tropftrichter mit Druckausgleich. Dazu kommt ein Dimmrotkühler. Als erstes wurden 5 ml 20%ige Kaliumhydroxidlösung in den Kolben gegeben. Dazu kamen 45 ml destilliertes Wasser und 5,1 Gramm Toluol. Das Gemisch im Kolben wurde dann auf 85 Grad Celsius erhitzt. Währenddessen wurden 17,5 Gramm Kaliumpermanganat in 150 Millilitern destilliertem Wasser gelöst und auf 70 Grad Celsius erhitzt. Toluol und Wasser bilden ein azeotropes Gemisch, das schon bei 85 Grad Celsius siedet, was auch genutzt wird, um bei Synthesen Wasser aus dem Reaktionsgemisch zu entfernen. Wenn beide Lösungen ihre Temperatur erreicht haben, wird die Permanganatlösung in den Tropftrichter gegeben. Dabei zeigte sich, dass der Hahn nicht ganz dicht war, was jedoch kein Problem war. Dann wurde die Lösung innerhalb von 15 Minuten zu dem siedenden Gemisch dazugetropft. Es findet folgende Reaktion statt. Das Toluol wird durch das Permanganat zur Benzoesäure oxidiert, welche in dem basischen Milieu deprotoniert wird. Es bildet sich ein wasserlösliches Salz der Benzoesäure. Das Permanganat wird reduziert und es bildet sich Mangandioxid. Wenn das azeotrope Gemisch abkühlt, trennt es sich wieder in Toluol und Wasser. Dadurch kann im Verlauf der Reaktion beobachtet werden, ob noch größere Mengen an Toluol vorhanden sind. Nach der Zugabe sollte für 1,5 Stunden unter Rückfluss erhitzt werden, jedoch kam es direkt im Anschluss zu Siedeverzügen, weshalb der Kolben kurz aus dem Bad genommen wurde. Wer mein Video mit Outtakes gesehen hat, weiß, woran mich diese Situation erinnert. Da die Reaktion nicht heftiger wurde, wurde der Kolben jedoch kurz darauf wieder in das Ölbad gehängt. Nach 1,5 Stunden zeigte sich, dass im Kondensat noch größere Mengen an Toluol vorhanden waren. Um zu überprüfen, ob auch noch Permanganat vorhanden war, wurde der Kolben aus dem Bad genommen. Beim Stehen setzte sich das Mangandioxid ab und es zeigte sich, dass noch Permanganat vorhanden war. Daher wurde noch 1 Stunde unter Rückfluss erhitzt. Schon nach 20 Minuten konnte im Kondensat beobachtet werden, dass im Vergleich zu vorher nur noch wenig Toluol vorhanden war. Im Verlauf der Reaktion stieg der Siedepunkt des Reaktionsgemisches fast bis auf 100 Grad, was ebenfalls auf die Umsetzung des Toluols deutete. Zum Schluss wurde etwas Ethanol dazugegeben und noch einmal kurz gerührt, um restliches Permanganat zu reduzieren. Dann wurde gewartet, bis das Gemisch auf 50 Grad Celsius heruntergekühlt war.
Gleichzeitig wurden 70 ml destilliertes Wasser auf 70 Grad Celsius erhitzt. Nach dem Abkühlen hatte sich das Mangandioxid auf dem Boden abgesetzt. Dann wurde es abfiltriert und Reste mit etwas Wasser aus dem Kolben gespült. Der Geruch von Toluol war am Schluss immer noch vorhanden. In der Regel geht immer etwas Mangandioxid durch den Filter, weshalb das Filtrat leicht bräunlich gefärbt ist. Dann wurde zweimal mit 10 ml destilliertem Wasser gewaschen, was von den 70 ml entnommen wurde. Dadurch werden Rückstände des Benzoesäuresalzes ausgewaschen. Im Anschluss wurde das Mangandioxid zu den restlichen 50 ml von dem destillierten Wasser gegeben. Das Gemisch wurde daraufhin für 10 Minuten bei 70 Grad stehen gelassen. Dadurch werden auch letzte Spuren des Produkts herausgelöst. Das Mangandioxid wurde erneut abfiltriert und das zweite Filtrat direkt zu dem ersten gegeben, wobei eine größere Menge durch den Filter ging. Zu dem Filtrat wurde eine kleine Menge an Natriumdisulfid gegeben, es kann aber auch Natriumsulfid verwendet werden. Dieses kann das Mangandioxid reduzieren und es bilden sich lösliche Mangan-2-Salze. Dies passiert jedoch erst, wenn das Gemisch angesäuert wird. Um die Benzoesäure aus der Lösung zu bekommen und das Mangandioxid zu reduzieren, wurden 45 ml einmolare Schwefelsäure dazugegeben. Diese protoniert die Benzoesäure, welche in dieser Form schlecht löslich ist und ausfällt. Die Säure wurde in kleinen Schritten dazugegeben, damit das Mangandioxid reduziert wurde, bevor die Benzoesäure ausgefallen ist. Ansonsten könnte es zu unerwünschten Einschlüssen kommen. Der pH-Wert wurde überprüft, um sicherzustellen, dass die Lösung sauer ist. Wenn nicht, hätte noch etwas Säure dazugegeben werden müssen. Danach wurde das Gemisch im Gefrierfach auf 6 Grad Celsius heruntergekühlt und die Benzoesäure abfiltriert. Es wurde mit etwas Wasser nachgewaschen und noch einige Minuten trocken gesaugt. Im Anschluss ließ sich die Benzoesäure leicht von dem Filterpapier lösen. Es wurden 5,21 Gramm Rohprodukt erhalten, das jedoch nicht vollständig getrocknet wurde, da es im Anschluss noch umkristallisiert werden muss. Zum Umkristallisieren eignet sich Wasser am besten. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Wasser nicht beginnt zu sieden. Benzoesäure ist wasserdampfflüchtig. Beim Abkühlen zeigt sich, dass es gut ist, wenn das Becherglas abgedeckt ist, denn über der Lösung können kleine Kristalle beobachtet werden, die sich sonst in der Umgebung verteilen würden. Benzoesäure bildet farblose, nadelförmige Kristalle, wie sie hier zu sehen sind. Im Anschluss wurde das Gemisch im Gefrierfach auf 3 Grad Celsius runtergekühlt. Zum Schluss wurde erneut filtriert. Dann wurde noch mit etwas Wasser gewaschen und für 10 Minuten trocken gesaugt. Nach dem abschließenden Trocknen an der Luft wurden 4,81 Gramm Benzoesäure erhalten, was einer Ausbeute von 71% entspricht. Diese Synthese wurde nur aus Interesse durchgeführt, da häufig bei einer Reaktion mit einer wässrigen und einer organischen Phase ein Phasentransferkatalysator verwendet wird. Dieser kann die Reaktionszeit verkürzen oder eine Reaktion überhaupt möglich machen, ist in diesem Fall aber offensichtlich nicht unbedingt nötig. Das war die Synthese von Benzoesäure. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Wenn ihr weitere Synthesen sehen wollt, schaut euch meine Playlist dazu hier an. Ansonsten könnt ihr hier mein letztes Video sehen. Ein Dank an meine Unterstützer auf Patreon.